Challenger-Spieler guckst, dann ist Jinx OP. Wenn du unter Grandmaster-Spieler guckst, ist Jinx stark, aber nicht OP. Also ich glaube, unter High Master, Grandmaster kann kein immobiler AD Carry OP sein. Weil dafür AD Carry Champions einfach zu viele Fehler machen. Oh, 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 it's gonna be big. Baba Start. Das ist actually das Beste, was uns passieren kann, Alter. Helge 2 Kills, Darkseal Boot Start auf Fizz, Pock. No sunshine where I'm going. Rakan hat XP gemisst. Rexer wird trotzdem Level 3 Botlane ganken, ne? Gegen Rexer wollt ihr euch immer einpushen lassen. Jede Rexer gankt Level 3 Botlane. Jede fucking Rexer, guys. Ja, vor allem, wenn ihr Red Side seid, über die Wall ist es so OP. Wir können die Wave nicht droppen. Ist komplett toll von ihm, da Grom zu machen. Ist straight up einfach toll. Na, wenigstens noch 1v1. Ist okay. Also ist trotzdem bad, aber could be worse. War einfach sehr troll vom Sharko da. Nicht einfach. Wir haben jetzt gerade. Es sind jetzt gerade 3 Leute gestorben, weil er Gromp machen wollte. So. Er wollte Gromp machen und dafür sind 3 Leute gestorben. Aber auch ein guter Roam von Vladimir. Also vor allem random Roam von Vladimir so. Something seems too good to be true. Probably is. Nee. Boah, ich verliere wieder so viel XP auf Lane. Sie versteht nicht, wie Krabben funktionieren. Die Krabbe rennt immer weg von dir, ne? Ja, Bruder, chill. Oh, ich bin so useful! Ja, es war an sich nicht worth, die Krabbe hier zu machen. Weil die erste Krabbe gibt halt keine XP, ne? Das ist immer noch die erste Krabbe. Ich habe jetzt irgendwie 5 Minions auf Lane verloren. Fast ein halbes Level für die Krabbe, so. Ist halt... Und Rexer ist halt scheißegal, ob er jetzt eine Krabbe mehr hat oder weniger. Aber... Inami ist sauer, wenn ich da nicht Krabbe mache.
Von daher machen wir Krabbe. Wenn ihr Lucian spielt, ist ganz wichtig, dass eure Nami glücklich ist. Ja, hier ist halt ein Pinkwort, ne? Den kriegen wir halt leider nicht. Nicht contested, Tobi 2. Nice. Ja, ich bin hier nicht dive vor Level 6, wenn ich nicht trolle. Lol. Hat er den bekommen? Hat er gerade den Grump bekommen? Wenn wir Pickaxe, guter Reset. Ist eigentlich mit Senna Abuse? Ich spiele Senna, wenn sie open ist und Zeri nicht open ist. Also wenn Zeri open ist, spiele ich gerade jedes Game Zeri. Aber wenn nicht, dann Senna, wenn Senna passt. Aber hier picke ich halt keine Senna, das wäre ultra toll. Die ganzen Item Changes habe ich gesehen, aber wurde jetzt auch schon angekündigt, was genau gechanged wird? No place for feelings in this line of work. A full heart's an easy target. Ich würde gerne mal den Pinkwort hier bald mal klären, aber dafür brauchen wir Pryo. Das kriegen wir nur, wenn Sharko Bot kommt. Rexa ist doch. Sharko ist doch gerade top. Tja, kein Ken für dich. Schließen. Kann sein, dass wir gedived werden. Ja, besser kann man es leider nicht spielen. Aber die Nami hat leider direkt am Anfang gebubbelt und Bubble einfach gerastet. Ich glaube, viel besser kann man den Dive nicht spielen. Ich habe es actually mega clean gespielt. Exhaust ist leider nicht rausgekommen, aber am Ende Vladimir konnte ich nicht exhausten, weil er im Pool war. Ja, wenn ich nicht die Krabbe gemacht hätte, sondern einfach die Lane genommen hätte, wäre ich Level 6 geworden. Ne? Das war legit. Wenn ich da Ult habe, können die das Play nicht machen. Aber weil wir für die Krabbe gegangen sind, bin ich da gestorben. Aber... Wenn wir dafür Herald kriegen, ist okay, aber... Dass Helge outroamt wird, sieht man aber auch nicht alle Tage. Ich kann halt null aggressiv spielen, einfach nur, weil die ganze Zeit irgendwas Bot ist, man. So nervig. Ich habe noch nicht ein einziges Mal in 9 Minuten nach vorne gedasht mit Lucianami, noch nicht einmal. Gut, sollte man mit gegen Rakan eh nicht, aber so aus Prinzip, ne? Verstehe auch nicht, warum der Sharko mit Topside spielt die ganze Zeit. Der ist nie Bot, leider. Aber gut, das ist Api-Sharko. Api-Sharkos sind irgendwie auch mega useless im Early. Die wollen immer nur farmen und dann, keine Ahnung. Okay. Der hat auch noch Flash nach der ganzen Scheiße, ne? Ich muss Mitte rein.
Not too many problems a shot to Set. Also, to be honest, es sieht okay aus, wenn man sich überlegt, dass Rek'Sai halt ungefähr 800 mal stärker ist im Early Game als Api Sharko. Das Problem ist nur, wir outscalen die Gegner, glaube ich, nicht so wirklich. Wobei, wir haben Ornn. Ja, mal gucken. Wir haben auch noch Herald. Botlane muss jetzt Base gehen, das heißt, wir können hier maybe Herald play forcen. Whatever's in the beyond, I hope it's better than this. Aber wir müssen auf nächste Wave. Naja, wir müssen im Botlane play forcen und dann. Ja, das ist bad. Keine Ahnung, was das soll. Das ist auch einfach nicht gut. Die moven gerade alle runter. Ich kill die Wave und dann verpiss ich mich. Mit Scaleforce. Nächsten Drake. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade fighten sollten, ehrlich gesagt. Sharko hat kein Mythic. Fizz hat kein Mythic. Nami spielt es nicht. Nee, die Nami spielt nicht so gut, aber das ist okay. Shenhold gibt es ja auch noch, Alter. Wir haben ja noch nicht mal eine Shenhold auf Botlane gehabt. I guess wir droppen jetzt den Drake einfach, oder was? Was für eine Wasted Herald. Das Game ist sehr cringe. Ich weiß nicht, ob ich hier reinmoven kann. Hier ist Rek'Sai irgendwo. Ja, komplett split vom Team. Oh, schwieriges Game. Ich weiß auch nicht so richtig, was wir hier tun sollten. Ich muss die Wave jetzt wieder nehmen. Ah, ich verliere von no reason eine Cannon Wave. Ist so bad. Ich muss mehr für Farm spielen. Wir können gerade auf der Map irgendwie nichts machen. So ist einfach, wir haben null Map Pressure. Muss einmal weiter farmen. Und wenn wir Bot wieder gedived werden, müssen wir hoffen, dass wir es outplayen. Was anderes haben wir gerade nicht. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Kann gut sein, dass sie hier irgendwo trappen. Sehr, sehr hard to play. Egal, Mental Reset, guys. Mental Reset. Das macht überhaupt keinen Spaß zu spielen. Aber wir wollen gewinnen, von daher meckern wir nicht rum. Kurz ausgeheult, jetzt spielen wir weiter. Mein Exhaust ist auch wieder nicht durchgekommen. Rechtzeitig.
Ich bin halt übel wie High in Dilution, das zackt immer. Böse Dicks. Ich dachte halt, dass wir den Rek'Sai maybe killen, bevor Shen ult durchkommt. Und dadurch war ich out of position und bin einfach von Shen getushottet worden, weil der hat Champ-Tank gebaut. Wir wissen prinzipiell, jeder Champion, der Champ-Tank baut, kann ich one-shotten. Mal gucken. It's winnable, guys. It's winnable. It's what could have been. An enemy is unstoppable. How you kill what's already dead? With a fistful of guns. Your turn. Das ist worth, da zu sterben. 100% worth. Nice. Ich move aus Base Top, I guess. Oder Bot. Ich move Bot. Die Buff kriege ich eh nicht mehr. Ach stimmt, ich spiele ja ohne Dingens, merke ich gerade. Ich spiele ohne Inspiration. Weiß gar nicht, ob das auf Lucian Troll ist. Nee, das war gut. Ich habe 400 Gold Shutdown bekommen. Und der Djinn hat auch noch geflasht. Das war ultra worth. Ich habe leider genau zum falschen Zeitpunkt gegaleforced. Also ich habe halt geultet. Der Vladimir hat nicht gepoolt und ich dachte, okay, er hat keinen Pool. Und dann gegaleforced und genau als ich gegaleforced habe, war der gepoolt, der Pisser. Können wir den nicht einfach rushen? Die sind doch noch nicht da. Okay, I guess die sind schon da. Achso. Oh, was ein Game. Irgendwie schon geil. Ich hab noch Ult ready. Das Game ist schon intens. Macht schon Spaß irgendwie. Würde noch mehr Spaß machen, wenn nicht alles schief gehen würde für uns. Push noch eine Wave, dann habe ich Essence wieder. Ich glaube, Anti wäre ganz gut. Ja, kann ich mir aber wirklich auch gar nicht leisten. Also straight up nicht. Ich kaufe hier kein Anti. Ja, wir haben das, wir haben das. Das ist ein schönes Game eigentlich. Eigentlich ist es ein scheiß Game, aber eigentlich ein schönes Game, weil es ja close ist, ne? Das ist mal so ein richtiger Fistfight, das hast du auch nicht so. Eigentlich muss ich es enjoyen. Ich darf in dem Game jetzt mal nicht meckern. Das ist mal so ein seltener Fistfight. Solche Games sind sehr rar. Also generell wird sich immer gefistfightet, aber meistens ist es dann eher so Drittklässler gegen Abiturient Fistfight. Ja, die machen doch kein Nash, fuck.
Ich habe überlegt, ob ich hier defensive Schuhe kaufe, aber ich sehe einfach nicht welche. Am ehesten Cooldown-Boots, damit ich häufiger flashen kann, maybe. Ja, den Ken verliere ich leider einfach. Oh, no! Schade. Der Vladimir kann mich auf jeden Fall Turbo One-Shot, da muss ich aufpassen. Junge, dieses Game ist so intens. Und wisst ihr, was mich gesaved hat, Guys? Wisst ihr, was mich gesaved hat? Hier. Die Scheiße. Conditioning Overgrowth. So broken als AD Carry, weil du endlich mal nicht gewone-shottet wirst. So broken, sage ich euch. Warum machen wir hier Nash eigentlich? Das ist schon ein harter Int, oder? Ah, Conditioning Overgrowth. Nennt sich Nami, die dich da gerettet hat. Ja, aber ich habe 118 Bonus-HP und 12 Bonus-Armor unter dem R. Wenn ich die nicht hätte, dann hätte sie mich gar nicht retten können. Ja, jetzt bin ich natürlich trotzdem einfach tot. Ah, Conditioning Overgrowth! Haha! Ha, ist er so broken! Ist ja so broken, Guys! Mm. Oh nein. Komm, Helge, fick ihn. Sehr ernüchternd, ja. Eigentlich war es der Name. Guys, wenn ich auf 100 HP droppe und dann von Nami geheilt werde, dann überlebe ich natürlich dank der Nami. Aber wenn ich auf 100 HP droppe und diese 100 HP nur habe, weil ich 100 extra HP durch Runen habe, dann überlebe ich auch dank der Rune. Das ist eine Symbiose, wisst ihr? Es ist Nami, Rune, so. So, das Nachbarn denken sich, was ist das? Ich habe extra eine Wohnung gesucht, die Titanwände hat. Beton, Stahl. Beton, Stahl. Stahler Beton. Der hat keinen Flash mehr. Okay, gut ult, gut ult. Ah ja, Smite, okay. Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Ja, der Nash ist aber auch wieder sportlich, ne? Helge, Junge! Maschine!
Ja, scheiß mal auf den Blubber, wir machen gerade Nash. Ja, lass mal nicht übertreiben. Lass mal bitte einfach... Wir übertreiben wieder. Ich würde mir gerne noch den gesamten Enemy Jungle nehmen. Mit Enemy Jungle meine ich unseren Jungle, weil der Sharko ist der Enemy. Wenn man jetzt noch Golems, dann habe ich genug Kohle. Verpiss dich, komm. Lucian auch immer noch geiler Champion, ne? Sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich. Oh, drei Leute top. Schwierig. Der arme Ohren, Junge. Jo, er 1v3 die einfach. Aber warum sind wir Bot, wenn Bot T2 schon down ist? Wir hätten alle Top-Moven sein. Der Ohren war der Einzige, der richtiges Makro hier bewiesen hat. Sehr schade. Da bin ich nicht bereit zu flashen. Wir haben TP ready. Wir müssen einfach nur chillen, bis er TP hat, dann können wir weiter siegen. Oh, schade. Ich weiß gar nicht, ob ich den Knockup da hätte flashen müssen. Aber ich wusste nicht, was da noch hinterherkommt. Ich dachte, Gave war schon einfach, bis er auch tot. Du bist wieder ult. Zwei Sekunden auf Gelfos. Hilfe. Warum hat der denn schon wieder Ult? Der hat schon wieder Ult? Der hat zweimal geultet in dem Fight? Oh, Fitz Batman. Ich habe mein E gesaved, damit ich quasi ihn outplayen kann, aber er hat einfach schon wieder Ult. Oh Gott, schöner Damage. Ja, wir haben Double Inhib gekriegt, würde ich sagen. Ist fein. Ich bin ein bisschen spät gestorben, dadurch, dass mein Team jetzt in Unterzahl. Das ist gar nicht so geil. Meine Ult war auch nicht so on point, das Game. Naja, den Fight. Nico, danke noch für deine 6, Brudi. Maurice, danke auch für das Subgift. Und für den Sub. 4 Monate Salz in der Wunde, so nehme ich. Progas. Polo Rider, danke auch für den Sub. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Ja, meine Eltern hatten jetzt Corona vor ein paar Wochen, aber denen geht's auch wieder gut. Die haben das gut überstanden. Ich push schon mal Top Lane. Die werden das nicht contesten. So, my wife is half dead. Not a problem. Just...
Oh, wow. Cannon Minions! Ah! Muss einfach auf die Botwave warten. Junge, das war eine Explosion. Okay, let's go. Oh, oh. Wir sind zurück. Wir sind wieder zu Hause. Leute, ich bin heim. Ich bin wieder da. Ich bin wieder zu Hause.